Es liegt der säuerliche Geruch von Tinte in der Luft. Im Hintergrund vermischen sich die Stimme der englischen Sängerin Blondie mit dem mechanischen Surren der Tätowiermaschinen. Im Tattoo-Studio Checker Demon in Stuttgart-Feuerbach prallen Welten aufeinander. An den Wänden hängen Dämonenmasken und traditionelle japanische Drucke neben Mobiliar aus den 70ern. Der Tätowierer Luke Atkinson begrüßt mich in einer kurzen Pause. Im Hinterhof seines Studios spreche ich mit dem gebürtigen Engländer über die Bedeutung des Tätowierens in anderen Kulturen. So ein ganz starkes Beispiel ist die Maoris von Neuseeland, wie die ihr ganzes Gesicht machen mit Stämmen und wo die herkommen und Familien, und das sieht man in dem Gesicht. Tätowierungen und Hautbemalungen haben eine lange Tradition. Überall auf der Welt entwickelten Völker unabhängig voneinander individuelle Zeichen und Bilder, die wie Kriegsabzeichen, Familienwappen oder Amulette getragen wurden. Das Besondere daran ist, dass Tattoos einen Körper nicht nur ein Leben lang, sondern auch noch über den Tod hinaus schmücken. Ein Beispiel dafür ist Ötzi, dessen Tätowierungen mehr als 5000 Jahre alt sein sollen. In einigen Kulturen wurde dieser Brauch bis in die Neuzeit bewahrt, wie Atkinson zu berichten weiß. Zum Beispiel in die Südpazifik, wenn die jeden Tag ins Meer müssen, da haben die Symbole gehabt, dass ja eine Harmonie bringt mit den Fischen und mit ihrem Job, dass die was bekommen zum Essen zum Beispiel. Und auch nach dem Leben, dass das gibt eine Art Passport in eine andere Welt. Im Japan des 17. und 18. Jahrhunderts waren Tattoos besonders bei den Arbeitern, Prostituierten und nicht zuletzt der Mafia, den Yakuza, beliebt. Tätowierungen wurden zu Stigmata der Unterwelt. Rund 100 Jahre später waren die Yakuza verboten und Tätowierungen fanden ihren Weg zurück in die japanische Gesellschaft. Heute gibt es in Japan einen ähnlichen Trend um den Körperkult wie in Europa. Die Mythen, die in dieser Zeit entstanden, bleiben jedoch bestehen. Ich glaube, die Japaner, die haben eine Art Tätowieren entwickelt über Jahre lang. Das praktisch der ganze Körper ist ein Bild. Und das ist like was ganz Besonderes. Viele arbeiten noch bei Hand. Das heißt Tabori, das ist eine Methode, wo die Pigment in die Haut gebracht wird mit so kleinen Nadeln und ganz langsam. Und das hat auch einen anderen Blick, wenn das fertig ist. Abseits der Mythen und Geschichten hinter den traditionellen Tattoos entwickelte sich im Westen ein anderer Körperkult. Tattoos sind in. Spätestens seit den Tribals der 90er Jahre gelten Tattoos als modisch. Traditionelle Bilder und ihre Bedeutung scheinen in den Hintergrund zu rücken. Bei seinen Kunden kann Japan-Experte Atkinson diesen Modehype nicht erkennen. Ja, die meisten Kunden, was wir haben, also die sind sehr, sehr klug. Also die gucken schon nach, was die haben wollen und wissen ganz genau, was das ist. Die Kunst des Tätowierens verbindet Völker und hebt dabei ihre Individualität hervor. Heute werden traditionelle Motive und Tätowiertechniken immer populärer und sorgen Stich für Stich für einen offenen Kulturaustausch auf künstlerischer Ebene.